So, meine lieben Freunde, Fjord War, habe ich voll Bock drauf. Abflug. So, ich hoffe, es ist kein Fehler hier zu spawnen. Ich habe nämlich alles dabei, um eine Base zu bauen, Junge. Okay, sieht gut aus. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Ich reise nach Fjordur, weil ich vorhabe, dort eine kleine Wasserbase zu bauen und dort auf dieser Map, die auch sehr gut besucht ist, nach möglichen Raid-Zielen Ausschau zu halten. Nach langer Suche nach einem Base-Spot habe ich beschlossen, eine Unterwasser-Artefakt-Cave zu besuchen und durfte feststellen, dort hat bereits einer gebaut. Ein mögliches Raid-Ziel. Ach, du pillerst hier auch. Oder habe ich das gerade nicht richtig gehört? Ja, ich setze Spam Fundamente, um nicht noch mehr andere Leute, dass sie von hinten kommen können und raiden. Ich sagte meinem Teammate Bescheid, der dort eine FOB errichten soll und bereiten uns auf einen Kampf vor. Sauber, Turret, sauber, jawoll. So langsam nimmt das hier Form an. Da hinten geht's schon los. Ja, pass auf, geh nicht zu nah ran. Die hat ja auch schon eine Abreibung gekriegt. Die sind echt sehr hoch eingestellt. Ich weiß nicht, ob der Rex zu groß für den Stollen ist, wa? Und wenn einer den Deodon mitgebracht hat? Oder eine Eule wenigstens? Hä, hey, du? Alles nur, was jetzt wieder für die Farb gebaut wird. Alles und klar, gut. Ich gehe los. Ich pack mein Zeug in den Tresor rein, ja? Ja, ich pack alles an. Gut, da sind noch ein paar Shards drin, das Element. Die sind da, die sind da, die sind da, die gucken. Wo sollen sie rauskommen? Haben angehittet. Ich stand gerade in der Kader. Ja, da stand er gerade, war am Glotzen. Ich habe ihn angehittet, der ist abgehauen. Schweinchen, ich nehme die Heiler-Eule mit, ja? Ja, genau. Die haben den Para angekrührt. Ich glaube. Die hauen ab. Wie ist es ums Leben? Also ich habe ein bisschen was. Ich habe jetzt von 80k nach 60k. Sag Bescheid, wenn der Rex in Einsatz kommen sollte. Ich bin hier am Sniper. Ich guck mal mit der Sniper. Ich habe auch kein freies Schussfeld. Brauche ich den Rex überhaupt da rein? Mit dem Kopf rein kommst du, glaube ich, aber mit dem Kopf kommst du nicht dahin, wo du hinkommen sollst. Das laggt. Okay. Kannst du an mir vorbeischießen, ne? Ich sehe auch halt gar nichts. Ne? Ja, ja, so, okay. Versuch mal zu schießen, nur kurz einmal. Ich sag dir, ob du einen Schaden hast. Ja. Da wischt dich. Ja, mein Schwanz, aber das ist, kann ich nicht ändern. Aber. Schatz, kannst du mal gucken, ob wir irgendwie Schaden machen oder sowas? Ja. Kannst du kurz einmal zurückgehen? Das wäre ein bisschen witzig. Ja. Weiter. Du musst einmal kommen, komplett raus. Ja, das Heavy Schießen. Schatz, von dir aus müsste ich halt Partnerbonus kriegen wollen, bitte. Den kriege ich halt gerade nicht mehr. Warte, ich setze näher ran. Sag Bescheid. Ah, jetzt hast du ihn. Ich sehe es. Heavy ist auch leer, das eine. Nice. Ich habe ihn jetzt direkt auf die andere Seite gestellt. Was mit der Rocket dran war? Das einmal das Heilschwein bitte rausholen und dagegen heilen, das wäre gut. Das ist im Tresor drin mit Fleisch. Weil ich hab nur noch Hälfte, ich schluck halt mega viel. Warte. Ja. Bewisch? Ja. Ist weg, danke. Danke dir. Ah, ja, nice. Gut. Hat noch Atmung geklappt. Bitte? Bleib stehen. Ich weiß nicht, ob ich da Schaden mache, siehst du das? Warte. Ja, es sieht gut aus. Höher? So? Ein bisschen? Ja. Ja, jetzt sieht gut aus. Jetzt hat's aufgehört. Perfekt, weg.
Ah, jetzt. Ah, nice. Das muss leer, weil das, die Tech-Turrets, die, schießen die auch meine Dinger ab? Meine Rockets? Ja. Nee, die Tech-Turrets nicht. Nee, nur die Heavies. Ja, die muss weg. Boah, Heavies machen extrem viel Damage. Alter Falter. Trotz Bonus hier. Mein Leben droppt gerade so förmlich runter. Die Techs machen fast kein Damage, aber Heavies, aua. Ja, vielleicht kriegst du es ja auch leer da. Die anderen waren ja auch sofort leer. Du kommst da mit dem fucking Wechsel nicht rein, ne? Schwer. Warte mal. Deine Hälfte. Vielleicht kann ich dafür was mit der Rifle machen. Wenn einer von euch das machen gerne möchte, Stego und Rocket. Ich mach's. Bist du das? Das Heavy? Was ist jetzt nur noch? Ich komm noch nicht dran an die Tags. Bei die Heavies. Muss weiter. Kannst du mir kurz Dings geben? Haben wir noch einen Rocket Launcher? Ja, zwei hochgeladen. Ach so, hochgeladen. Kannst du mir das mal in dein Stegel packen? Dass ich das hier von unten versuche? Ja. Hier. Guck mal bitte nach links. Danke dir. Ja, das bin ich jetzt. Ja, dann komm raus, wenn du hit bist. Ich hab keine Muni mehr. Oh, ich hab da zweimal drauf geholt, meinst du, die gehen kaputt? Ja, die sind schwarz. Hast du noch Muni? Ja, drei. Vier hochladen, oder was? Nein, auf Tasch. Ja, nimm. So, wir machen es nochmal so wie gerade. Ja, ich tanke die. Guck nach links und du ziehst Swirls ab. Einer ist kaputt. Perfekt. Zweiter auch kaputt. Ist noch einer? Einer noch. Ja, ist abgeschossen. Ich habe keine, keine Rakete mehr. Ein bisschen weiter rein musst du. Auf jeden Fall. Schön. Danke, reicht schon. Jawohl, perfekt. Ist ab. Da ist gleich, wieder irgendwas ist kaputt hier. Ja. Irgendwas, aber nicht statt. Ah, aua. Und kaputt. Oh, nice. Da ist aber ein Heavy drin, ne? Also innen. Ja, ich sehe die Base schon. Ich sehe da schon Tresore und sowas. Sehe ich schon, aber ich. Ich versuche mal, ich gehe weiter rückwärts, aber da ballert halt nichts mehr auf mich jetzt gerade. Ja, weiter, weil da war auf jeden Fall Heavy. Schatz, du musst mit den Rex, also mit dem Stück kommen. Den Rex kannst du einsaugen und hier wieder droppen. Wenn was ist. Aber hier sind auch Beutel. Ja, ich heb dir schon auf. Das ist okay, krieg jetzt. Ja, direkt um der Ecke rum. Guckst du mal bitte nach rechts? Nee, nicht nach links, weil sonst komme ich ja nicht durch. Ja, ja. Siehst du es? Das halt ein Heavy auch noch im Weg, ne? Was mich gerade daran hindert. Warte, ich kann das Tech kaputt machen, warte kurz. Ja, dann kann ich das Heavy tanken, das ist okay. Einfach stiller bitte, nichts mehr. Ja. Ist egal. Ja, alles okay. Wenn du mich anhättest, ein bisschen mal. Jawohl, zieh ab, jawohl. Ja, es sieht schon okay aus. Jawohl, perfekt. Das wird kaputt sein jetzt, müsste es mal rein. Ich geh mal zurück. Ich will gleich Heavy schießen. Gar nichts. Ich gehe rein. Oh, zwei Tresore da hinten. Ich komme durch. Hoffentlich. Schatz, du mitten steckst weiter hinterher, ne? Hier ist ja gar nichts. Hier ist der Jenny. Komm hier rein. Hier links ist der Jenny. Bei mir. Achso. Ist alles tot. Ja, hier unten ist eine Sackgasse und rechts ist noch mal ein Saal. Hier ist noch mal ein Saal, oder was? Ja, da gibt es noch einen großen Saal. Ja, wir haben sie abgetravelt. Werkbank leer. Hier ist noch so ein Hotbar-Teil. Also habe ich wieder keine vernünftige Waffe dabei. Weg, oh mein Gott.
böse Sachen da. Ja. Das hat hier gerade komplett rot geleuchtet. Vielleicht kann das auch aus Lava gewesen sein. Ich drücke schon mal dran. Oh. Ja, und hier haben wir abgetrevelt, ne? Ist da nichts drin? Also nicht gut rein. Element war noch drin, 44. Das war's. Oder Sackgasse, war einer schon drin? Ja, da ist ein, ja, aber das ist ein Bierfass, muss kaputt machen. Ich darf nichts kaputt machen. Was ist das hier für ein schwarzes Loch eigentlich? Das ist nur eine Fallgrube, eine klassische. Ah, okay, dieses mit Pieksen und so. Ja, ja. Okay. Ah, Alter! Eigentümer von Jana. So, was ist die Arthur-Schatz? Frage? Und? Schützen? Dann nimm das mal mit auf jeden Fall. Schützen, Feuerstein. Flinte. Organisches. Ich glaube nicht, dass sie abgetravelt haben. Ich glaube, sie war alleine. Solo meinst du? Mhm. Das kann gut möglich sein, dass sie solo war. Ach, ein Fernglas, her damit. Selbstverständlich eins. Auch wieder Shitin. 707 Maschinengewehr nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Ne, ist 230er Stego-Sattel. Was ist Max? Shitin. Das nehmen wir auch mit, dann die Sniper-Gewehr nehmen wir auch mit. Rockets. Die Kaki. Die Rocket, ja, die eine Rocket. Die Pump können wir mitnehmen. Oh, ja, das wird immer dafür gedient, vielleicht nicht. Die Eule können wir mitnehmen. Eine Eule? Den Duty-Sattel können wir auf jeden Fall mitnehmen, das war's. Alles, was da unten auf dem Fußboden liegt, können wir mitnehmen. Noch ziemlich leer. Weil ich bin zu fett. Ah, da, ich wollte erst auf Crystal und dann bin ich doch auf Yodo gegangen, weil da mehr los war. Und ich habe gedacht, ja, hey, ich findest du öfter. Wir haben was. Hier noch gute Basen, die du knacken kannst von mir aus. Ja, die würde ich alle haben. Zum Schluss Panzerknacker und dann gehen wir auf den anderen Server. Tja, war leider nicht viel zu holen, aber was soll's. Ich muss dazu sagen, ihre Defense war okay.